Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Slime Ranger. Slime Ranger ist ein Spiel, was ich entdeckt habe auf Steam und ist so eine Art Harvest Moon Animation. Allerdings etwas ans seltsame Wesen, wenn wir uns mal bewegen. Und zwar diese kleinen süßen Wesen hier, Schleime. Das Spiel des Prinzip des Spiels ist, dass wir diese Schleime züchten, sie füttern und ja, wir tun in gewisser Weise vorne Nahrung rein. Und hinten kommt das Endprodukt raus, was wir verkaufen können. So, wie ihr seht, wir sind hier ganz am Anfang. Das ist noch das Tutorial. Springen doch einfach mal. Ich hoffe, dass wir da jetzt schnell durchkommen. Ich habe es schon recht weit gespielt. Weiß also ungefähr, was ich zu tun habe. Was wir hier in der Hand haben, ist unsere Warper. Mit denen können wir Sachen einsaugen. Wenn sie denn sich einsaugen lassen. Wie die Schleime hier. Süß gemacht finde ich auch, dass man immer gleich dann so eine kleine Erklärung dazu bekommt. Ist eigentlich ganz hilfreich. Man kann aber da auch, wie ihr seht hier bei der Steuerung, zwischen den verschiedenen Tanks, die man hat, wechseln. Und natürlich auch, was man eingesaugt hat, wieder rausschießen. Und wenn ich das so richtig sehe, ist das Tutorial, was ich noch nie gespielt habe, weil es gab es zu dem Zeitpunkt nicht, dass wir die Schleime erstmal hier reinschießen, das Gehege. Okay. Soweit haben wir es geschafft. Allerdings, die lilanen Schleime sind im Prinzip die schlechtesten. Die werde ich deswegen jetzt auch nicht halten, sondern zeige euch einiges. Das ist unser Hauptgebäude, unsere kleine Farmhütte, wenn wir so wollen. Und hier drinnen haben wir dann verschiedene Post, die uns da auch durch die Story leitet. Will dazu jetzt auch nicht mehr erzählen. Das kann jeder selber gerne lesen. Wichtig ist aber, dass man ab und an mal reingeht, weil das bringt dann auch gewisse Fortschritte. Was wir hier sehen, ist das Wichtigste, dass er bei Harvest Moon und ähnlichen Spielen die Box für die Nahrungsdrops ist, ist das hier. Man schießt hier einfach die sogenannten Plots, also das, was hinten bei den Slimes rauskommt, hier rein und bekommt dafür dann die angezeigte Goldmenge. Und für das Gold können wir dann uns halt Upgrades kaufen. So. Ja, fangen wir am besten einfach mal an. Ich entsorge diese kleinen Plots und zeige euch ein paar Mechaniken. Man startet natürlich jetzt mit erstmal fast nichts. Ganz klar, wir sind ja am Anfang. Hier zeigt uns an, dass wir ein neues Gebiet entdeckt haben. Diese Sachen hier. Ach, wenn man kein Jetpack mehr hat. Diese Sachen hier sind sozusagen die Story, die uns auch weiterführt. Ist jetzt aber nur optional. Was wir jetzt brauchen, sind keine Lilan, sondern sowas hier. Das ist Nahrung. Wird unterteilt in drei Gruppen. Früchte, Gemüse. Das hier ist dann Gemüse, in dem Fall Möhren. Und Fleisch, das sind dann in der Regel Hühner und Hähne. Und jeder dieser Slimes kann einen dieser drei Gruppen essen, wobei jeder aus seiner Gruppe auch noch ein Lieblingsfutter hat. Und wenn man das füttert, ich füttere denen hier mal die Karotte, die Rosen sind Allesfresser. Sag nicht, ihr habt keinen Hunger. Komm, iss was. Brav. Ja, ihr seht Nahrung vorne rein. Ja, dann kommt was hinten raus. Und das haben wir jetzt ein, weil es uns Geld bringt. Und weil ich euch noch was anderes zeigen möchte diesbezüglich. Es gibt verschiedene Schleime. Die Rosa sind friedfertig, sie können eigentlich nichts tun. Man kann mit denen gut leben, bringen aber halt nicht viel. Und wie es natürlich sinnvoll ist, umso gefährlicher etwas ist, und desto mehr Profit bekommt man daraus. Aber er entdeckt auch mit der Zeit neue Gebiete. So, ihr kommt erstmal alle zu mir. Ja, was Schleime nicht mögen, ist Wasser. Da sind sie dann weg. Was ihr da hinten gerade seht, ist einer dieser riesigen Schleime. Wenn man denen genug Nahrung gibt, explodieren die und geben Gegenstände frei, meist auch einen Teleporter oder einen Schlüssel. Und der Teleporter ist halt eine Abkürzung nach Hause, während der Schlüssel neue Gebiete öffnen kann. So, aber jetzt kommt das, was ich euch zeigen möchte. Ihr seht, das ist diese große Schleime, ein Lago. Ein Lago entsteht immer dann, wenn ein Schleim die Nahrung von einem anderen Schleim futtert. Nicht die Nahrung, sondern den Plot von einem anderen Schleim futtert. Und wenn jetzt so ein Lago noch den Schleim von einem dritten Schleim futtert, kommt ein böser schwarzer Schleim raus und ja, der ist halt gefährlich. So, da wir jetzt mal... Haben wir jetzt keinen einzelnen hier, wo ich das mal zeigen kann? Na, wir finden noch einen. Das ist nur eine Frage der Zeit.
Ja, Wasser ist dann später auch interessant. Das, wenn man den Wasserkanister als Upgrade irgendwann gekauft hat. Machen wir das Inventar voll. So. Wenn man das mal gekauft hat, dann kann man dort das Wasser speichern und mit dem Wasser kann man dann diese Schwarzen bekämpfen. Man kann natürlich auch einfach fliehen oder sie ins Wasser schmeißen. Allerdings sind die halt aggressiv und bekämpfen einem auch. Allerdings die HP, die man hier hat, die lädt sich auch schnell wieder auf. Ja, hier kann ich euch das zum Beispiel beweisen. Da seht ihr, ist ein Katzenschleim. Wenn ich den jetzt so ein Rosanes füttere, das war jetzt falsch, da ist es. Rosanes füttere, dann wären die zu so einem Lago. So, den Katzenschleim, den nehmen wir. Obwohl, jetzt für Anfang ist er nicht so gut, der braucht ist Fleischfresser. Wir nehmen dann lieber so einen blauen Schleim mit. Ja, ihr seht, die Katzen sind sehr verspielt. So, gehen wir zurück. Das ist jetzt eigentlich so das Grobe, was man wissen muss. Man hat jetzt natürlich die Wahl, ob man jetzt ganz normale kleine Slimes hält. Vorteil ist natürlich, man kann weniger falsch machen. Nachteil ist aber, ja, so ein kleiner Slime bringt halt, wenn man ihm das richtige Futter gibt, 2 Plots. Bei einem anderen Futter aus der richtigen Kategorie ein Plot. Ja, ich muss euch schlecht spielen, so. Bei den großen Lagos, die man jedoch machen kann, ist es so, dass sie dann halt von jeder ihrer Farben ein Plot geben. Stimmt das noch zu? Und ja, ist es sozusagen wirtschaftlicher. Deswegen quetschen uns jetzt mal hier gekonnt durch und bringen ihn erstmal zurück. Kann natürlich auch rennen. Bis die Kondition alles. Ja, ihr freut euch alle. Das ist sowieso eins der tollsten Sachen, diese Geräusche, die machen. Genau, was ich jetzt auch erklärt habe, wenn Slimes fressen, machen sie Plots. Nahrung vorne rein, was anderes hinten raus. So, du bist hier. Das Hühnchen darf frei rumrennen, ist akzeptiert. So, und die Plots, die wir jetzt eingesammelt haben, die verkaufen wir. In dem Fall jetzt für 9 Gold das Stück. So, jetzt schaue ich mal ins nächste Gehege. Ich mache das nämlich immer so. Ich versuche mindestens ein Gehege natürlich für meine Slimes zu machen. Und ein zweites Gehege. Also was ist das Gehege? Gehege ist falsch. Ein Garten in der Regel oder das, was man braucht. Ich versuche möglichst keine Fleischfresser zu züchten, beziehungsweise die Kreuze mit Pflanzenfressern. Einfach weil es sich so gut macht. So, und ich kann mir sogar schon den Garten leisten. Ja, wir haben ja verschiedenes halt. Das Gehege, wo man die Schleime halten kann. Garten, wo man Früchte züchten kann und Gemüse. Hühnerstall, wie der Name schon sagt, Hühner. Ja, Silo kann man speichern, braucht man eigentlich nicht. Verbrennungsanlage, finde ich, braucht man auch nicht. Ja, und Teich, das ist für die blauen Schleime eigentlich nur wichtig. Aber da es dann ein eigenes Gebiet für die gibt, würde ich bis dahin damit warten. Was wir jetzt erstmal brauchen, ist ein Garten. So, wir haben jetzt den Garten. Und jetzt können wir hier etwas reinschießen, was dann gezüchtet werden soll. Und wenn wir in die Slimepedia schauen, können wir uns alles, was wir schon erkundet haben, anschauen. Das hier ist der Felsschleim. Und der mag am liebsten Herzrüben. Die habe ich jetzt noch nicht. Das heißt, wir müssen uns erstmal auf anderes Gemüse beziehen. Lassen wir Karotten züchten. So, und du kannst, während wir weg sind, dich zu Tode fordern. Wenn wir wiederkommen, würde einiges gemacht haben. Früher war es so, bei der Anzeige stand da, wie lange es dauert, bis man neue anpflanzen muss. Ist jetzt leider nicht mehr. Ich hoffe, das wird wieder mal nachgelagert. Was aber interessant ist, man kann die Sachen auch alle upgraden. Also fruchtbarer Boden, dann wächst es schneller. Sprinkleranlagen quasi auch. Ja, die Slime-Scheuche hält große, böse Schleime fern. Ja, und das wäre gewisserweise mehr oder weniger, dass man es wieder kaputt macht. Ähnliches gibt es auch bei den Gehegen für die Schleime. Ihr seht, das ist das Grundgehege. Aber man kann die Wände erhöhen, sodass sie weniger rausspringen. Mit Musik sind sie ruhiger. Fangnetz oben verhindert auch, dass sie rauskommen. Ein Sonnenschild ist eigentlich nur wichtig für die, die keine Sonne vertragen. Da gibt es eigentlich nur eine Art. Plotsammler ist ganz interessant.
Man muss jetzt, aktuell muss ich jetzt immer reingehen, die Plots einsammeln. Wenn ich das allerdings baue, kann ich zum Plotsammler gehen, der übernimmt das für mich. Genauso wie ich das Fütter manuell machen muss, kann ich jetzt aber auch automatisieren, wenn ich denn das Geld habe. So, was wir jetzt machen ist, ich glaube, ich brauche dann erstmal nächstes eine höhere Wand, aber wir werden uns jetzt noch ein paar blaue besorgen. Und die werde ich mit diesen Tappis kreuzen, also mit den Kätzchen. Weil dann habe ich mit Fleisch- und Pflanzenfresser gekreuzt, das ist ganz praktisch. Und ja, eigentlich die Früchte hier brauche ich erst einmal nicht. Hier, habt Futter, Leute. Jetzt warte ich, bis ihr gefuttert haben im Moment. Saugt dann ihren Plot ein, verdient ein bisschen Geld nebenbei. Ja, fertig? Sehr schön. Kommt alle rein. So, und da ich euch nicht brauche, wieder ab in die Freiheit. Na, eigentlich hätte ich die für den aufheben können. Egal. Wir wollen jetzt ja sowieso erstmal... Das sind die lichtempfindlichen, aber die nehmen wir später. So, wir brauchen noch einen blauen. Von den Tappi bräuchte ich ein paar Plots zum Kreuzen. Ich glaube, 10 große kann ich mit Blödes halten. Oh, deswegen, ich habe gar keinen Platz mehr für großer Plots. Ich habe mich schon gewundert gerade, warum das nicht geht. So, da das Gebiet fast leer ist, rennen wir hier mal durch. Hoffen, dass wir hier bei den Kätzchen... Ja, das sind ein paar Kätzchen. Ein paar Kätzchen. Ah, es reicht im Prinzip ja ein einziges, weil wenn ich dann die anderen fütter, kommen neue raus. So, und wieder zurück. Das ist eigentlich so quasi das Herzstück des Spiels. Ihr versucht halt eure Farm aufzubauen, indem ihr Schleime züchtet, das zu Geld macht, rausgeht, die Welt erkundet, ja, dann wieder zurück. Klingt jetzt nicht so spannend, macht aber eigentlich ziemlich Fun, muss ich gestehen. Ich hätte nur gerne noch ein paar blaue mehr, aber okay. Ich könnte natürlich auch so ein Kätzchen einsammeln. Das können wir auch machen. Oh, da ist einer dieser Schwarzen, von denen ich euch gesagt habe, die entstehen können. Den meiden wir jetzt aber mal ganz geschickt. Noch haben wir kein Wasser, das heißt, der kann mir ruhig von mir fernbleiben. Interessant, der Slimy Peter steht da, was die Lieblingsnahrung ist. Bei den Schwarzen steht da, das sind Ranger. Quasi wir. Okay. Warum ihr euch jetzt vielleicht wundert, warum ich noch nicht weitergehe. Ich habe ja schon ein bisschen gespielt und ich weiß, dass ich ohne Schlüssel da nicht viel weiter komme. Deswegen lohnt es für mich jetzt erst einmal natürlich nicht, da weiterzugehen. Ja, ja, vermehr dich mal ruhig. Ist auch eine gute Möglichkeit, Platz zu bekommen. Oh, das ist ein neuer blauer. Komm her. So. Noch ein blaues Plot. Achso, ich bin voll. Habe ich jetzt auch verlaufen, glaube ich. Ja, hier geht's lang. Interessant ist natürlich, wie man die alle kreuzen kann, was am Ende rauskommt. Das sind teilweise schöne Dinge. Aber wir werden auch noch ein paar Schleime mehr entdecken. Das ist auch noch nicht die Endversion vom Spiel, wie ihr oben erkennen könnt. Soweit ich weiß, werden noch 3 Schleime und ein Gebiet hinzugefügt. Das müssen wir dann aber mal sehen. Ob, wann das kommt, aber ich denke, es wird kommen. So. Kreuzt euch mal schön. Ah, aber eines habe ich nicht bedacht. Ich habe mal gelesen, in der neuen Edition werden die Großen dann böse, wenn man sie kreuzt, aber... Also ich habe jetzt Schaden bekommen, aber das ist ganz normal bei denen. Nee, der scheint nicht böse zu sein. Scheint nicht für alle zuzutreffen. Ist ja auch ganz gut für mich. So, ich Geld nach. Oben links das Symbol sagt mir, dass wir Post haben. Das heißt, ab ins Häuschen gehen. Ich nenne es jetzt mal lesen. So, eine andere Möglichkeit, unser Geld zu investieren, ist hier. Können wir uns eine Entwicklung kaufen. Aber das ist jetzt erstmal alles noch nicht so wichtig. Wir sollten erst unsere Farm ein bisschen auf Vordermann bringen. Und es gibt auch den sogenannten 7Z-Club im Gebäude drin. Da kann man dann auch Verbesserungen kaufen, die sind richtig teuer. Und sind teilweise nur kosmetischer Natur. Aber sieht trotzdem natürlich interessant aus. Also, wer gerne Farmspiele spielt,
Der wird das dann natürlich auch machen wollen. Das werde ich auch machen. Ich dachte nur, ich hätte... Genau, noch so einen Rosa angesehen. Der kann mir jetzt tatsächlich gefährlich werden. Wenn der nämlich jetzt irgendwie schafft, mein Gehege zu kommen und ein rosa Schleim produziert und meine Lagos die essen, dann habe ich dann das Problem, dass sie alle zu diesen Schwarzen werden. Und sowas kann euch komplett das gesamte Spiel zerstören, weil alles, was ihr drin habt, wird dann aufgefuttert. So, hat sich denn jeder hier drin entwickelt? Okay. 369, ich verbessere erstmal. Obwohl, wie ist denn der, wie teuer ist denn der höhere Zorn? Der wäre jetzt vielleicht gar nicht mal schlecht. 350, nehmen wir, gekauft. So, jetzt fühle ich mich da schon mal ein bisschen sicher. Ja, genau deswegen, das wollen wir vermeiden. Geh rein. So. Okay. Das wäre, so sagen die Anfänge von Slime Ranger. Und ihr könnt in den Kommentaren gerne da lassen, ob ich das Spiel weiterspielen soll. Wie gesagt, es gibt noch viel zu entdecken. Wir haben jetzt ja 1, 2, 3 von den verschiedenen Slimes gesehen. Es gibt mehr als 10. Und ich verabschiede mich erstmal und freue mich dann auf die nächste Partie.